Hi liebe Leute, wir sind heute im schönen Kirchberg, Tirol und wie ihr schon erkennen könnt, bin ich nicht alleine. Ich habe jemanden dabei. Hi, ich bin der Kurt Exenberger, Fahrtechnik-Trainer in Kirchberg. Ja, kein unbekanntes Gesicht für alle Leute, die auf YouTube Fahrtechnik-Videos gucken. Also da werdet ihr bei ihm bei der Bike Academy Videos finden, die schon sehr vielen Bikern geholfen haben. Dann dachten wir, machen wir was zusammen. Und zwar dicke Reifen, Schneebiken. Es müssen nicht immer dicke Reifen sein. Wir haben jetzt mal Fatbikes genommen und wir geben euch wichtige Tipps, wie ihr im Schnee sicher unterwegs seid. Und auch wenn ihr im Urlaub seid und ihr wollt mal kein Skifahren, sondern Fatbiken, dann habt ihr Tipps oder für zu Hause. Unser erstes Thema, das Verhalten auf Schnee, wenn man mit dem Bike unterwegs ist. Die Grundposition, da haben wir Videos einige für gemacht, auch aktuelle. Da möchten wir jetzt nicht nochmal alles neu erklären, weil ein Fatbike ist auch ein Mountainbike. Da gibt es jetzt nicht alles neu, aber im Schnee gibt es ein paar besondere Tipps. Und weil der Schnee verschieden ist, gibt es da verschiedene Tipps. Harter Schnee, was würdest du sagen, was kann man da in der Position noch anwenden? Ja, im harten Schnee ist es sehr ähnlich wie im Sommer. Außer, dass du halt immer mit diesem Traktionsproblem kämpfst. Und für Richtungswechsel, wenn du auch Kurven fahren musst, dann brauchst du auch auf jeden Fall sehr viel Grip am Vorderrad. Das heißt, den Druck ein bisschen verstärken auf dem Vorderrad. Indem du mit den Schultern tiefer gehst, das Becken aber trotzdem in einer schönen Position hinten behältst. Also die Beine lang lassen und richtig mit den Schultern runter und draufdrücken aufs Vorderrad. Denn nur mit guter Traktion machst du dann auch einen Richtungswechsel. Wenn ihr in tieferen, weicheren Schnee kommt, egal ob ihr das wisst, wie tief es ist oder nicht, es gibt ja immer Veränderungen und damit das Vorderrad nicht abrupt einschnappt und euch mit über den Lenker wirft, gibt es so eine Sicherheitsposition, die ihr anwenden könnt für tiefen Schnee. Das heißt, die Ellenbogen zeigen natürlich weiter nach außen, doch man verlagert seine Position im Vergleich zu der normalen Grundposition leicht nach hinten. Man hat dann viel Traktion auf dem Hinterrad und kann wirklich noch gut reagieren, wenn das Vorderrad etwas tiefer einsinkt. Wenn ihr in dieser Sicherheitsposition seid, mit leicht verlagerten Schwerpunkten nach hinten, habt ihr mehr Körpergewicht auf dem Hinterrad. Das heißt, auch die Bremse hinten hat mehr Power. Man kann noch besser Traktion beim Bremsen finden. Und beim Fatbike jetzt besonders, wenn ihr eine Schneedecke habt, dann ist es so, dass das Vorderrad aufschwimmt, dadurch, dass ihr etwas Gewicht mehr hinten habt und nicht sofort einsinkt, was euch mit einem schmalen Reifen passieren würde. Generell, je schneller man fährt, desto eher poppt das Vorderrad aus dem Schnee raus und schwimmt auf. Also Speed ist hier auf jeden Fall ein Helfer. Liebe Leute, es ist ganz wichtig, wie ihr auf dem Rad steht. Filmt euch ruhig mal, fotografiert euch mal, guckt es euch an und dann werdet ihr auch unsere Tipps gut berücksichtigen können. Wir sehen uns im nächsten Video und ihr besucht bestimmt mal den Kurt. Wo findet man dich? Unter www.bikeacademy.com oder direkt in Kirchberg in Tirol. Solltet ihr immer hin, allein das Panorama und die Strecken, Trails im Sommer und im Winter, das Fatbiken auf jeden Fall eine Reise wert.